Ja, hallo zusammen auf dem Kanal von 163 Grad. Heute mal ein etwas schmuckloses Video hier in meinem Homeoffice, relativ langweiliger Hintergrund. Das wird sich hier im Video auch nicht besonders verändern. Dafür hat das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, es in sich. Es geht heute darum, ein gebrauchtes Tesla Model S zu kaufen. Was gibt es da zu berücksichtigen? Und das sage ich aus eigener Erfahrung, denn ich habe ein gebrauchtes Tesla Model S gekauft. Ich habe mich Wochen und Monate damit beschäftigt und ich möchte mein Wissen darüber an euch weitergeben. Also bleibt dran, das wird sehr interessant. Ja, Tesla Model S gebraucht ist so ein Thema für sich. Das Fahrzeug gibt es in Deutschland seit 2013 und insofern kommen jetzt im Jahre 2018 immer mehr gebrauchte Modelle auf den Markt, entweder als Leasingrückläufer oder eben halt von Tesla Model S Fahrern, die ein neues Modell gekauft haben, ein Update, und so langsam baut sich da ein Gebrauchtmarkt auf, der anscheinend sehr interessant ist. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Preise dort relativ stabil sind. Warum muss es denn gerade ein Tesla Model S sein? Wie ihr wisst, habe ich schon ganz viele Elektroautos gefahren. Diejenigen, die meinen Kanal kennen, haben die Testvideos gesehen. Da ist von Hyundai Ioniq bis zu Hybriden eigentlich alles drauf. Und ich habe mich in meiner Suche für ein gebrauchtes Tesla Model S entschieden. Das ist das Auto, was ich in den nächsten Jahren fahren möchte. Warum muss es denn gerade ein Tesla sein? Nun, zum einen ist ein Tesla Model S ein Auto, das sehr viel Platz bietet. Wir können zu viert dort sehr bequem fahren, die ganze Familie mit Gepäck. Das lässt sich da alles wunderbar rein drin verstauen. Auch zu fünf, wenn noch jemand einen Kumpel mitnimmt, alles kein Problem. Das Auto ist sehr flexibel mit der umklappbaren Rückbank, da passt jede Menge rein. Ich selbst bin beruflich viel unterwegs, das heißt, ich muss zu bestimmten Zeiten bestimmte Termine einhalten und da ist es für mich mit dem Tesla Supercharger Netzwerk wirklich ein absolutes Killer-Kriterium, dass ich relativ sorgenfrei meine Touren und Fahrten planen kann. Natürlich kann man das auch mit dem Hyundai Ioniq machen, aber dann hat man eben doch einen deutlich höheren Planungsaufwand. Ich bewundere jeden, der das macht, das ist auch alles gut, aber dann muss man eben diese eine Ladesäule da hinten genau treffen, die muss dann frei sein, die muss funktionieren, die Ladekarte muss da gehen, und wenn das nicht funktioniert, dann hat man schon häufig ein Problem, die weitere Fahrt dann mit Plan B zu gestalten, dann zur nächsten Ladesäule. Also mit dem Tesla hast du das Supercharger-Netzwerk, was hervorragend funktioniert, und hast trotzdem ja noch das Ladenetzwerk, das für alle anderen Elektroautofahrer auch haben, zur Verfügung. Das ist für mich eigentlich der Knackpunkt an dieser ganzen Tesla-Geschichte. Den Wagen, ja, habe ich, glaube ich, in meinem Test auch gesagt, den finde ich toll, gar keine Frage, aber ich würde auch eine andere Marke fahren. Nur im Moment ist es für mich wirklich so, dass mit dem Tesla diese doch sehr, ich sag mal, unaufgeregte Mobilität einfach möglich ist. Wenn man einen Verbrenner fährt und man hat morgen einen Termin in Husum oder irgendwas, dann fährt man einfach los. Und da macht man sich doch auch gar keine Gedanken darum, ob jetzt die in Husum das richtige Benzin haben oder ob sie die EC-Karte zum Bezahlen nehmen. Man fährt los, und wenn man unterwegs der Tank alle ist, dann tankt man. Und mit einem Tesla entfernt man sich von dieser Sorglosigkeit nicht so weit wie mit einem normalen Elektroauto. Das ist eigentlich für mich der Hauptgrund. Ein zweiter Grund ist, wenn man sich die Preise dieser Fahrzeuge anguckt, der gebrauchten Teslas, dann sind die im Moment richtig horrend. Also die Dinger sind richtig teuer, auch noch in gebrauchtem Zustand, sind aber erstaunlich wertstabil. Und ich glaube daran, dass, wenn Tesla als Firma nichts zustößt, man diese Fahrzeuge 1, 2, 3 Jahre vielleicht fahren kann und dann für einen vernünftigen Kurs wieder verkaufen kann und so natürlich ein Fahrzeug hat, was in Summe einen überschaubaren Preis gekostet hat durch die Wertstabilität, wenn man das in 1, 2 Jahren wieder verkauft. Das sind eigentlich so meine Kriterien. Das heißt, der Platz, mit dem wir als ganze Familie dort fahren können, das unkomplizierte Handling mit dem Laden, Verreisen und so weiter. Wir können Touren machen und überall stehen diese Supercharger rum. Dann natürlich die Reichweite, die über 300 Kilometer liegt beim 85er, teilweise bis an 400 Kilometer ran, und die Wertstabilität des Autos. Das sind genau diese vier Gründe, die mich bewogen haben, dann nach einem gebrauchten Tesla Model S für mich zu suchen. Wenn man den Markt heute
beobachtet, denn nicht der preisliche Einstieg dort so bei 40.000 Euro und drüber. Darunter ist wirklich eigentlich nichts zu kriegen. Und dafür kriegt man dann eigentlich ein ziemlich durchgelutschtes Teil, das schon weit jenseits der 200.000 Kilometer auf der Uhr hat, natürlich keine Neuwagengarantie mehr auf das Fahrzeug hat, höchstens noch auf die Batterie. Und wenn man dann anfängt, an den Features ein bisschen rumzuschrauben und man will noch dies und man will noch das und man will noch jenes haben unbedingt, dann wird es nachher richtig teuer. Ich habe den Markt recht lange beobachtet. Ich würde mein Wissen gerne an euch weitergeben. Das bereite ich gerade vor in Form so einer, na sagen wir mal, Checkliste, die ihr abhaken könnt, die euch wahrscheinlich hilft, wenn ihr ein Inserat seht, zu erkennen, aha, was hat dieses Auto, was kann das Auto, wie ist es ausgestattet. Da gibt es viele kleine Tricks und Kniffe, wo man anhand der Bilder schon erkennt, um welchen Ausstattungsumfang es sich handelt. Das würde ich euch dann gerne zur Verfügung stellen, wenn ich es fertig habe. Ich glaube, das mache ich aber, wenn ich mein Tesla Model S abgeholt habe und erkläre euch das dann nochmal am lebendigen Objekt sozusagen live am Auto. Wenn ich ab und zu mal runter gucke, dann ist das so, dass ich mir hier unten Notizen gemacht habe. So ganz im Kopf habe ich das, kann ich das nicht alles auswendig. Insofern gucke ich ab und zu mal hier auf meinen Notebook, der hier unter der Kamera steht, und da steht dann drauf, was ich mir für euch notiert habe. Ich selbst habe gesucht nach einem Pre-Facelift-Modell, also das Modell mit dieser Pflaume vorne im Kühlergrill, mit diesem angedeuteten schwarzen Kühlergrill. Das sind die Fahrzeuge, die seit Markteinführung 2013 bis Facelift 2016 gebaut worden sind. Das ist auch das, was im Moment in dem von mir angesprochenen preislichen Bereich sich bewegt. Und auch das, was mein Budget hergibt, die Modelle, die mit der Modellpflege ausgestattet sind, mit der neueren Front, sind für mich out of range. Das mache ich nicht. Dann ist für mich wichtig, dass es sich um eine europäische Zulassung, Erstzulassung handelt. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die gebrauchten Fahrzeuge werden sehr häufig von Händlern angeboten, die einfach Leasingrückläufe en bloc kaufen. Die kaufen diese Fahrzeuge unbesehen aus irgendwelchen Pools heraus und haben eigentlich auch gar keine große Information über dieses Auto. Wichtig ist, dass die Fahrzeuge, die Tesla in Europa in den Verkehr gebracht hat, alle gleich anzusehen sind. Also man kann ein Auto aus Dänemark kaufen, man kann ein Auto aus Holland kaufen, aus Frankreich, aus Spanien, aus Deutschland. Die sind nachher bei der Behandlung im Tesla-Service alle gleich. Es gibt genau drei Ausnahmen, auf die man achten muss und auf die ihr auch achten solltet, wenn ihr einen sucht. Das sind in Europa die Länder Schweiz, Monaco und San Marino. Diese drei Länder, wenn das Fahrzeug, was ihr sucht, dort seinen Erstverkauf hatte, dann muss das Fahrzeug, um Garantieansprüche anmelden zu können, in genau dieses Land zum Service zurück. Das heißt also, kaufe ich ein Schweizer Auto und habe dort einen Schaden mit der Drive Unit oder der Batterie, dann muss das Auto in ein Schweizer Tesla Service Center. So steht es jedenfalls in den Tesla-Garantiebedingungen. Das kann sein, dass das in der Praxis anders gehandhabt wird und dass auch das Hamburger Service Center sagt, naja, kein Problem, das machen wir dir auch hier. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann steht es genau so in den Tesla-Garantiebedingungen. Und ich sag mal, wenn ich am Bodensee wohnen würde, wäre das mit der Schweiz ja kein Thema. Aber als Hamburger Jung ist die Schweiz sehr weit weg. Und den da immer hinzubringen im Service, um irgendwelche Reklamationen geltend zu machen, das ist fernab jeglicher Möglichkeit. Insofern scheidet das für mich aus. Da solltet ihr also auch aufpassen. Wo ist das Fahrzeug erstmals zugelassen worden? So, wenn das in der Schweiz ist, in Monaco oder San Marino oder eben USA, was ja auch noch dazu kommt, dann werdet ihr hier im Rest Europa sozusagen, also in Deutschland, wahrscheinlich oder unter Umständen Probleme damit bekommen. Aber wenn es ein Auto aus Frankreich ist, aus Holland oder aus Dänemark oder so, dann sind die alle gleichzusetzen. Ja, ich habe gesucht, also Pre-Facelift, europäische Erstzulassung, dann 85 Kilowattstunden Akku, also ein 85er. Diese Fahrzeuge haben eine Reichweite von 350, 380 Kilometern in der Praxis und das ist das, was ich brauche. Ich fahre nicht jeden Tag so viel, aber es gibt viele Tage, an denen ich diese Reichweite brauche und an denen ich dann auch meine Tour tatsächlich ohne irgendeinen Ladestopp zu Ende fahren könnte, was natürlich ein unheimlicher Vorteil ist.
Die älteren Fahrzeuge haben eigentlich alle Supercharging free. Das heißt, man kann die Tesla Supercharger benutzen, ohne dafür extra Gebühren entrichten zu müssen. Jedenfalls die Ladekosten sind abgedeckt. Das Parken an den Superchargern, wenn der Akku voll ist, ist ja kostenpflichtig, sozusagen die Strafgebühr. Und der Vorteil ist, dass man das Auto auch so wieder verkaufen kann. Das heißt, wenn man den Wagen nach 2 Jahren wieder anbietet, dann wird der nächste User auch Free Supercharging damit haben. Das ist an die Fahrgestellnummer geknüpft. Ein ganz großer Vorteil dieser Autogeneration, und das ist auch einer der Gründe, warum die Autos immer noch relativ wertstabil sind, weil man natürlich einen gewissen Vorteil hat, den neuere Autos nicht mehr haben. Bei neueren Autos ist das so, dass der erste Besitzer über einen Tesla-Empfehlungslink, einen sogenannten Referral Code, noch Supercharging Free kriegen kann, aber eben nur der erste. Wenn der das dann verkauft, der zweite hat das dann nicht mehr, der muss für Supercharging bezahlen. Dann das Thema Garantie, kann man auch mal nachgucken. Tesla gibt auf seine Fahrzeuge als Neuwagen 4 Jahre Fahrzeuggarantie oder 80.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst eintrifft. Das heißt, wenn man bei mobile.de oder Autoscout oder in diesen ganzen Börsen nach einem Auto sucht, dann kann man auch die Kilometerbegrenzung, die man da sucht, auf 80.000 maximal stellen, dann sucht ihr nach Fahrzeugen, die noch eine Restgarantie haben. Da kommen teilweise witzige Sachen dabei raus. Ich hatte ein Fahrzeug gesehen, das in München steht. Dieses Fahrzeug hat rund 79.000 Kilometer gelaufen. Das würde für mich als Hamburger natürlich bedeuten, wenn ich den da abhole und auf eigener Achse nach Hamburg fahre, dann ist die Garantie tot, weil wenn ich hier in Hamburg ankomme, dann habe ich knapp 1.000 Kilometer mehr auf der Uhr. Das heißt also, im Grunde genommen müsste ich den in München kaufen und eigentlich dann schon sofort in München ins Tesla Service Center fahren, um dort alle Garantieansprüche zu reklamieren. Das ist natürlich ein bisschen weltfremd. Aber wenn man denn einen kauft, der vielleicht 74.000 oder 75.000 Kilometer auf der Uhr hat, dann hat man ja noch ein bisschen Zeit, den zu fahren, zu gucken, klappert irgendwas, ist irgendwas nicht in Ordnung, um dann entsprechend seine Garantieansprüche geltend zu machen. Tesla ist ein Oberklassefahrzeug. Wenn da dran irgendwas kaputt ist, dann wird das nachher relativ schnell teuer. Ein Türgriff kostet 700-800 Euro. Und davon hat das Auto 4 Stück. Die gehen gerne mal kaputt. Da gibt es also schon einige Teile, die nachher ins Geld gehen, wenn das Fahrzeug keine Garantie mehr hat. Dann das Thema Autopilot, auch so ein Feature. Ich habe bei meiner Recherche gemerkt, dass das Thema Autopilot unheimlich wichtig ist. Auch wenn ich es vielleicht gar nicht so sehr nutzen will als Fahrer, Autopilot ist das Killer-Feature, alle fragen danach. Ich habe viele Anzeigen gesehen von Händlern für ältere Fahrzeuge, wo im Text steht, dieses Auto hat kein Autopilot, weil das wahrscheinlich die allererste Frage ist, die da gestellt wird. Der Autopilot ist eingeführt worden im Oktober 2014. Das heißt, ihr könnt also, wenn ihr Fahrzeuge sucht, nicht nur nach 2015er Baujahren suchen, sondern sucht auch mal nach Fahrzeugen, die Erstzulassungen Oktober 2014, November 2014 oder Dezember 2014 haben. Dann werdet ihr auch Fahrzeuge mit Autopilot finden. Das ist so eine kleine Nische. Führt aber dazu, dass man mit dem preislichen Budget halt immer nach oben rutscht. Also wenn man sagt, man möchte erstmal überhaupt nur einen gebrauchten Tesla, ist man bei kurz über 40.000 Euro. Wenn man dann sagt, gut, ich will den Akku haben, ich will vielleicht einen Autopilot haben. Es wird halt mit jedem Feature, auf das man da Wert legt, immer eine Stange teurer. Ich sag mal, die Fahrzeuge mit Autopilot sind tatsächlich 5.000, 8.000 oder 10.000 Euro höher bewertet als die Fahrzeuge ohne. Ja, dann ein Feature, das mir persönlich relativ wichtig war, das Panoramadach, also dieses Glasschiebedach, finde ich bei dem Wagen ganz toll. Es gibt auch viele Fahrzeuge, die ein geschlossenes Dach haben. Es gibt auch Tesla-Fahrer, die speziell auf das geschlossene Dach stehen, wegen der Windgeräusche. Ich selbst stehe auf dieses Dach, was man oben aufmachen kann, also Panoramadach. Dann die Frage nach Allrad Dual Motor. An und für sich ist ein Allrad-Feature, also mit 2 Motoren, wieder so ein Ding, wo das Ganze dann wieder um 5.000, 8.000, 10.000 Euro teurer wird, wenn man bei der Suche dann auch noch angibt, dass man ein Allradfahrzeug sucht.
So klettert man auf der Leiter natürlich immer höher. Ein einfaches Auto, der Autopilot soll es sein und Allrad soll es sein. Also es wird dann immer teurer. Da muss man irgendwo gucken, wo man den Riegel reinsetzt und sagt, bis dahin gehe ich und darüber gehe ich nicht mehr. Ja, und das Wichtigste natürlich unfallfrei und nachlackierungsfrei. Ich habe bei meiner Recherche sehr viele Inserate gesehen, die im Grunde genommen Autos anbieten, die eine neue Tür, einen neuen Kotflügel gekriegt haben oder irgendwo ausgebeult worden sind. Das gibt es ganz viel. Also Tesla ist ein Auto, das relativ groß ist. Es ist 5 Meter lang und 2 Meter breit. Und es ist nicht ganz einfach, wenn man damit in ein Parkhaus hineinfährt, da unfallfrei durchzukommen. Insofern gibt es sehr viele dieser Teslas, die da gebraucht inseriert werden, die alle mal irgendwo überarbeitet worden sind, nachlackiert worden sind und ähnliches mehr. Wenn ihr euch selber ein Fahrzeug anguckt und das wirklich ernst meint, glaube ich, ist es ganz hilfreich, wenn man sich so ein Lackschichten-Messgerät kauft und da einmal mit rumgeht. So ein Ding kostet 100 Euro und bewahrt euch sicherlich vor manch einer Überraschung. Es gibt auch Menschen, die sagen, naja, ein Unfallwagen mit einer neuen Tür, einem neuen Kotflügel und das Ganze von so einem Tesla-Spezialisten-Service-Center gemacht, ist für mich kein Thema. Das beurteilt jeder selbst. Ich selbst, für mich ist das ein Thema. Für mich zählt unfallfrei, nachlackierungsfrei. Das ist das Feature, auf das ich stehe. Einen ausgebesserten Unfallwagen wollte ich nicht kaufen. Ohnehin ist es muss man da sehr aufmerksam sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Autoverkäufer Meister im Weglassen oder Nichtsagen sind. Das heißt, es geht bei den Anzeigen in den entsprechenden Autobörsen also nicht so sehr darum, was steht da drin, sondern man muss zwischen den Zeilen lesen, was steht da genau nicht drin. Weil das ist nämlich das, was der Wagen nicht hat oder womit er ein Problem hat. Und wie gesagt, da werde ich euch noch eine Hilfestellung geben, sodass ihr praktisch eine Art Checkliste kriegt und abhaken könnt, hat er das, hat er das, hat er das, das steht hier nicht drin, also wird er das auch nicht haben. Ja, wo habe ich gesucht? Auch da gibt es für mich eine Hitliste. Tesla selbst verkauft ja eigene Gebrauchtwagen oder hat ein Portal zum Verkaufen von Gebrauchtwagen. Das ist für mich die allererste Adresse. Erstmal bei Tesla selbst gucken. Diese Fahrzeuge heißen Certified Pre-Owned, also CPO abgekürzt. Die Tesla CPO Gebrauchtwagen sind haben den Vorteil, dass Tesla noch einmal eine Garantie auf diese Autos gibt. Das heißt, wenn das ein Auto ist, was, ich glaube, unter 100.000 Kilometer gelaufen hat, dann gibt es noch mal 4 Jahre Garantie und 80.000 Kilometer, also das gleiche wie beim Neuwagen. Wenn du dann irgendwie Ärger hast, weil irgendwas an dem Ding nicht geht oder klappert, dann kannst du ihn abgeben und dann wird das auf Garantie gemacht. Das ist ein unheimlicher Vorteil gegenüber dem Kauf bei irgendeinem Händler, der sicherlich ein gutes Angebot macht, aber natürlich nicht die Garantie geben kann, die ich bei Tesla bekomme. Sofern das Fahrzeug 100.000 Kilometer und mehr auf der Uhr hat, gibt Tesla dann nur noch 2 Jahre Garantie bis zu einer Gesamtlaufleistung von 160.000 Kilometern. Also am Beispiel, das Auto, was ich jetzt gekauft habe bei Tesla, hat eine Laufleistung von 101.000 Kilometern. Damit bekomme ich von Tesla 2 Jahre Garantie und oder 59.000 Kilometer, die ich noch Rest habe, bis das Auto 160.000 Kilometer Gesamtlaufleistung hat. Aber in den 2 Jahren bin ich halt relativ sorgenfrei, denke ich, unterwegs. Ob der Türgriff nicht mehr aufgeht oder irgendwas anderes, irgendein DC-DC-Konverter schlapp macht, das kann ich dann alles kostenfrei bei Tesla beheben lassen. Finde ich, ist ein unheimlicher Vorteil. Es gibt von dem Danilo, von dem Basing Dansai, der hat ein schönes Video mit einem Tesla-Käufer gemacht, der mal so aufgelistet hat, was er da alles an Reparaturen gemacht hat in den letzten Monaten, und das geht doch schon schnell ins Geld. Also von der Reihenfolge als erstes suchen bei Tesla selber. Der zweite Punkt, wo man suchen kann, ist ein auf Tesla spezialisierter Händler. Wenn ihr mal die Annoncen durchguckt bei Auto Scout und so weiter, dann wird euch auffallen, dass immer wieder die gleichen Händler auftauchen, wenn man nach Tesla sucht. Es gibt so Händler wie das Autohaus Müller oder Carpark, beide sitzen in München. Es gibt auch in Holland ein paar Händler. Der eine Händler hatte, glaube ich, über 80 gebrauchte. Tesla hat da im Zugriff.
Die haben sich auf Tesla spezialisiert. Die kennen sich auch sehr gut aus mit den Fahrzeugen und haben auch einen Zugang teilweise zu Tesla. Wenn man mal irgendwas wissen will über das Auto, vielleicht auch über die Historie, dann haben die manchmal auch irgendeinen Kontakt, wo sie so mal die ersten Infos besorgen können, ob der mal einen Austauschmotor gekriegt hat oder ähnliches. Das ist natürlich ganz gut. Anders bei Händlern, die vielleicht ein breites Gebrauchtwagenangebot haben und da drin ein, zwei Teslas, die auch mal einen Tesla mitverkaufen, weil das im Moment ja auch so ein Geschäft ist. Da muss man etwas tiefer einsteigen, ob die sich dann bei den Fahrzeugen so wirklich eins zu eins gut auskennen und einschätzen können, was der Wagen hat, was er nicht hat. Meistens kaufen sie das, wie gesagt, aus so einem Leasingpool raus, kennen die Historie nicht, haben keinen Zugang zu Tesla in irgendeiner Form, dass sie irgendwo anrufen könnten, irgendeinen fragen können, gib mal, guck mal rein, muss man schauen. Ja, und dann gibt es das Thema Privat, was für mich völlig ausscheidet, denn ich kaufe den als Firmenwagen und das heißt, ich brauche ein Angebot mit ausweisbarer Umsatzsteuer und deshalb habe ich genau der Reihenfolge gesucht, also Nummer 1, bei Tesla selbst, Nummer 2, die auf Tesla spezialisierten Händler, Nummer 3, alle möglichen Händler, Nummer 4, privat, für mich dann aber eher unter ferner Liefen zu sehen. Da die Autos in Europa, sofern sie nicht aus der Schweiz und Co. kommen, alle gleich sind, könnt ihr auch wunderbar im Ausland schauen, zum Beispiel in Holland, das ist nicht weit weg, je nachdem wo ihr wohnt, ist man in 1, 2, 3, 4 Stunden in Holland. In Holland gibt es ein sehr großes Angebot an gebrauchten Teslas, aufpassen muss man dort nur mit der Mehrwertsteuer, denn einige der Annoncen sind netto, also ohne Mehrwertsteuer in den Autobörsen drin, da steht dann immer ex-BTW, BTW ist die Abkürzung für die holländische Umsatzsteuer, die beträgt 21%. Auf der anderen Seite, wenn man ein Auto mit Umsatzsteuer sucht, kann das ganz nett sein, denn wir haben 19%, die haben 21%, da sind also schon mal dann 3% Vorteil, wenn man das Fahrzeug in Holland kauft. Welche Tools habe ich benutzt? Natürlich habe ich in die üblichen Autobörsen reingeschaut, Autoscout24, mobile.de und wie die alle so heißen. Es gibt ein, zwei Tools, die mir dabei geholfen haben. Es gibt ein Tool namens AutoUncle. Dort kann man bestimmte Suchkriterien eingeben und kriegt dann die Annoncen etwas verdichtet. Das heißt, wenn ein Händler das Auto in verschiedenen Portalen reingestellt hat, dann fasst AutoUncle diesen Eintrag dann zusammen und man kann sehen, aha, er hat ihn bei Mobile drin, er hat ihn bei Autoscout drin, vielleicht zu unterschiedlichen Preisen. Man kann sehen, wie lange er das drin hat und ob er das schon mal im Preis gesenkt hat. Das ist immer eine ganz wertvolle Information. Wenn man bei Tesla selber ein Auto sucht, dann gibt es Tools wie zum Beispiel das Tesla Inventory. Das ist ja auch ein YouTuber, der das, diese Seite da programmiert hat. Dort kann man praktisch in den Bestand von Tesla an Neuwagen und an Gebrauchtwagen reinschauen und kann auch nach bestimmten Features schon selektieren, dass man sagt, ich suche aber einen 85er oder ich suche eine bestimmte Laufleistung. Auch da steht die Historie drin, das heißt, wie lange ist der Wagen schon online, ist der schon mal im Preis gesenkt worden, das kann man beim Tesla Inventory sehr gut sehen. Dann gibt es noch die Seite Tesla Scout. Tesla Scout greift genauso auf das Inventory von Tesla zu, ähnlich wie Tesla Inventory. Bei Tesla Scout kann man sich aber die Features des Wagens richtig aufgeschlüsselt ansehen lassen. Das heißt, man kann sich anzeigen lassen, welche Features hat dieses Auto freigeschaltet, wie ist die Ausstattung. Das geht wirklich auf diese Ausstattungscodes runter, ganz genau. Und dann hat man eine gute Aussage, ob der Wagen ein bestimmtes Ausstattungspaket hat, was man vielleicht sucht. Tesla Scout zeigt auch sehr schön an, wie sich der Preis über die Wochen und vielleicht auch Monate entwickelt hat, in denen der Wagen auf der Tesla-Seite zum Verkauf angeboten wird. Und wie gesagt, wenn man in die anderen Autobörsen guckt, aufpassen mit dem, was nicht drin steht. Das, was drin steht, ist eine Sache. Das, was nicht drin steht, ist eigentlich noch viel wichtiger. Das Ergebnis meiner mehrwöchigen Recherche war dann eine Excel-Tabelle, in der ich die Kandidaten, die für mich eigentlich in Frage haben, beobachtet habe, für mich bewertet habe und das immer weiter verdichtet habe auf einen Kreis von nur wenigen Fahrzeugen, die dann da in Frage kamen. Generell ist zu sagen, wenn da echt ein gutes Auto auftaucht, dann ist das meistens auch relativ schnell weg.
Da muss man sich dann beeilen. Und meine Excel-Tabelle wurde dann etwas über den Haufen geschmissen, als ich relativ spät abends, ich weiß gar nicht mehr, war das nun 11 oder halb 12, es war ziemlich spät, noch eine Information bekam, eine WhatsApp von Uwe, den kennt ihr vom Kanal T&T Tesla, der mich anpiepte und sagte, Mensch, hier Oliver, der könnte doch passen, das wär's doch. Und da hat Uwe echt recht gehabt. Das Fahrzeug war schon etwas länger bei Tesla drin, aber es wurde im Preis gesenkt und passte nun auf einmal voll in mein Beuteschema hinein. Ich habe dann noch eine halbe Stunde drüber nachgedacht und habe dann um Mitternacht, glaube ich, den Knopf gedrückt, kaufe ich, und habe online bei Tesla dieses Fahrzeug gekauft. Dazu muss man sagen, auf der Seite von Tesla sieht man die Features, die dieses Auto hat. Man sieht aber keine Fotos. Man kauft das Ganze so ein bisschen blind. Da gibt es Skizzen, wo man so erkennen kann, wie das Auto so ungefähr aussieht. Aber es sind eben keine Abbildungen. Es sind nur schematische Skizzen, blauer Tesla meinetwegen mit Panoramadach, wie sowas aussieht. Aber es ist nicht genau das Auto. Der Kaufprozess, muss ich sagen, der war echt gut gemacht. Ob man sich nun bei einem Versandhändler ein Buch bestellt oder bei Tesla ein CPO, einen gebrauchten Tesla, das geht heute im Internet alles wirklich super durch. Man drückt den Knopf Kaufen, hinterlegt dann seine Daten bzw. loggt sich in sein Tesla-Konto ein. Und dann wird eine Kreditkarte abgefragt, die mit einer Anzahlung belastet wird. Wenn man den Wagen wirklich kaufen will, muss man 4.000 Euro über die Kreditkarte sofort anzahlen, die natürlich mit dem Kaufpreis verrechnet werden. Aufpassen muss man auf zwei Dinge. Erstens, die Kreditkarte muss auch 4.000 Euro Verfügungsrahmen haben. Ist ja nicht selbstverständlich. Manche Kreditkarte hat dann nur 3.000. Dann kann man so einen gebrauchten Tesla tatsächlich nicht kaufen. Und zweitens, wenn man sich dann am nächsten Tag doch überlegt, dass man den Wagen doch nicht haben will, die 4.000 Euro sind auf jeden Fall weg. Das steht so in den Bedingungen. Ich habe dieses Auto gekauft, weil es eine besondere Ausstattungskombination hat. Dazu werde ich euch später an dem Auto noch ein paar Dinge zeigen oder sagen. Eine Ausstattungskombination, die ich so wirklich gut fand. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn der eine oder andere sagt, die finde ich dann nicht gut. Insofern war das Auto zunächst etwas teurer von Tesla eingestellt und wurde dann preislich gesenkt, weil sich zu dem Preis wahrscheinlich kein Käufer fand. Mit dem Auto bekomme ich, wie gesagt, 2 Jahre Tesla-Garantie oder 59.000 Restkilometer. Dann wird der Wagen 160.000 Kilometer Gesamtlaufleistung haben. Ich denke mal, dafür werde ich auch 2 Jahre oder etwas weniger brauchen. Der Wagen hat die holländische Umsatzsteuer, die ich ja haben wollte. Und wie gesagt, die Ausstattung, dazu sage ich euch später noch was. Das werde ich euch später dann noch ausführlich am Fahrzeug zeigen. Ja. Meine Erfahrung, wie gesagt, um Mitternacht bestellt, anhand von Piktogrammen, keine Fotos, sondern nur Abbildungen. Da muss man also Tesla dann wirklich vertrauen. Kreditkarte mit 4.000 Euro belastet. Und danach war witzigerweise diese Bestellung schon sofort in meinem Tesla-Account zu sehen. In meinem Tesla-Account sind jetzt 2 Bestellungen zu sehen, nämlich einmal dieser gebrauchte Tesla Model S aus Holland und meine Reservierung für ein Tesla Model 3. Die beiden Sachen stehen da jetzt praktisch schon drin. Dann habe ich auch sofort danach einen Tesla Referral-Code bekommen, also diesen Empfehlungscode, den man beim Kauf eines neuen Teslas angeben kann, der wurde sofort generiert und mir dann angezeigt nach dem Hallo, das ist dein Tesla Referral-Code und tatsächlich, ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr einen neuen Tesla bestellt, meinen Tesla Referral-Code zu benutzen. Freue ich mich natürlich drüber. Wird nicht teurer für euch, da kriegt ihr kostenloses Supercharging, ist es im Moment, glaube ich, bis Mitte Juli und da müssen wir mal gucken, welche Vorteile damit vermacht sind. Ja, und dann kam noch ein weiterer Schritt am nächsten Morgen. Um 9:30 Uhr, glaube ich, klingelte das Telefon und ich hatte einen sehr, sehr gut geschulten, sehr freundlichen, sehr netten Herrn vom Tesla-Verkauf am Telefon, der mich beglückwünschte zu dem Tesla und mir, das muss ich wirklich sagen, das Gefühl gegeben hat am Telefon, da hast du genau das Richtige gemacht. Also das war wirklich beeindruckend. Er war freundlich, er war nett, er war extrem gut geschult und er hat mich also wirklich mit dem Gefühl zurückgelassen, das war jetzt genau richtig, dass du da gestern Abend auf den Knopf gedrückt hast. Wie geht es weiter?
Bei den gebrauchten Tesla-Fahrzeugen ist es so, wenn man die bestellt, dann stehen die nicht irgendwo im Tesla Service Center abholbereit, sondern die stehen irgendwo eingelagert. Nach meiner Bestellung wird das Fahrzeug jetzt aufbereitet und es wird zu dem Ort ins Service Center gebracht, wo ich das abholen kann. Der ganze Vorgang dauert ungefähr eine Woche. So lange muss ich mich jetzt in Geduld üben. Und wenn das Fahrzeug eingetroffen ist, und zwar ist die Abholung des Fahrzeuges in Tilburg, also in der Fabrik von Tesla Europa, dort werde ich das Fahrzeug übernehmen müssen. Ich muss also dahin fahren und es dann abholen. Ist ein gewisser Aufwand, der auch noch so ein paar Probleme mit sich bringt mit dem Kennzeichen, was brauche ich da und so weiter. Werde ich euch alles dann aber später zeigen. Das heißt, ich habe jetzt eine Woche Vorfreude, dann werde ich eine Rechnung bekommen. In dieser Zeit, dieser Woche, wird das Auto komplett aufgearbeitet. Es werden alle Dinge geklärt an dem Fahrzeug, die vielleicht irgendein Service-Thema werden könnten. Ich habe in vielen Videos gesehen, dass Tesla sich da nicht besonders anstellt. Teilweise kriegen diese Autos vier neue Reifen, um einfach dann in einen fast neuwertigen Zustand versetzt zu werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Es ist natürlich ein Gebrauchtfahrzeug, machen wir uns nichts vor, aber ich glaube, neuwertiger als direkt von Tesla kann man das Fahrzeug nicht übernehmen. Eine Woche dauert das jetzt. Danach bekomme ich eine finale Rechnung zugemailt. Diese Rechnung muss ich dann bezahlen und dann muss ich mich um die Anmeldung und Zulassung und Abholung des Fahrzeuges kümmern in Tilburg, wie gesagt. Soweit zum Thema Tesla, Gebrauch, Kaufen, aktueller Stand. Freut euch also, in den nächsten Videos werde ich euch zeigen, wie ich das Fahrzeug dann abhole. Zulassung, da gibt es doch einige Themen zu beachten, wie ich das Fahrzeug übernehme. Und dann werde ich euch das Fahrzeug mal vorstellen. Wenn ihr Fragen zum Thema Tesla Model S gebraucht kaufen habt, dann habt ihr in Ove vom Kanal T&T Tesla ganz sicherlich einen Ansprechpartner, der euch da sehr gut beraten kann, was diese technischen Komponenten geht. Auch ich stehe euch gerne Rede und Antwort. Wenn ihr irgendwas habt, Fragen zu Modellen oder ähnliches, Ausstattungsdetails, schreibt mir. Ich freue mich auf eure Kommentare, wie immer hier unten drunter. Gerne kommentieren und gerne mit mir diskutieren. Wie gesagt, dieses Video ist jetzt ein relativ langweiliges mit dem Hintergrund, aber ich denke mal, es geht um die Information, die ich hier für euch zu vermitteln habe. Und alles Weitere machen wir dann am lebenden Objekt mit dem Tesla, den ich da gebraucht gekauft habe. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich melde mich, wenn ich den nächsten Schritt mache und das Fahrzeug entsprechend abholen kann.